Ja, die Krähen haben wir schon. Ein schönes Flüsschen, ein Sumpfgebiet, wie man das nennen mag. Willkommen hier zu No One Survived. Neues Projekt mit mir. Das ist die Karte. Wir werden einmal, würde ich sagen, in diese Richtung gehen, also genau in die gegengesetzte. Da so rauf. Wir sind in der Apokalypse. Wir haben ein bisschen ein Starterpack aus unserem Bunker genommen. Da haben wir mal ein paar Einstellungen getroffen. Ja, schauen wir mal, was wir hier erleben werden. Ich werde schon einmal. Natürlich habe ich mich ein bisschen vorab informiert. Da schon ein bisschen sammeln, denn das alles werden wir brauchen. Das Spiel besteht natürlich aus Looten. Es hat viele verschiedene Ansätze. Wir werden jetzt einmal schauen, wo wir unsere erste Base aufbauen. Da möchte ich das eher an einem flachen Terrain machen. Die Karte ist ziemlich groß. Es gibt da noch Fahrzeuge. Steine kann man immer brauchen. Dann nehmen wir da gleich mal welche mit. Stöcke. Ja, also wir haben eine große Karte. Schauen wir mal, wie wir uns da entstellen werden zu überleben. Es ist wie in 7 Days. Alle 7 Tage, also habe ich jetzt mal so auch lassen eingestellt, kommt eine Welle. Zombie-Welle, die man abwehren muss. Auf die werden wir uns jetzt mal vorbereiten. Deswegen werde ich mit dem Basebau einmal starten. Aber das Looten werden wir müssen. Denn es gibt ein paar Sachen, die wir sonst nicht bekommen. So, sage ich euch das dann, wenn wir einen guten Spot gefunden haben. Oder besser gesagt, einen halbwegs guten Spot. So, Dolly. Streifen mal drüber. Zombies, glaube ich, sind auch so im offenen Gebiet nicht so oft anzutreffen. Und natürlich, glaube ich, auch die Häufigkeit an. Das ist eine Straße. Natürlich, wohin?
ist eine Straße, eine normale. Clip, clap, hands up. So, unten ist dann am Fluss. Und hinter dem Fluss ist eine Stadt. Frage ist, wo bauen wir denn uns hin? Was mit dem Bauen da? Schwimmen. Ego-Perspektive gibt's auch, die werden wir natürlich dann öfter spielen, weil ich bin ein Fan von Ego. So, aber da geht direkt in die Straße. Die Abwehr glaube ich jetzt nicht so geil. Ja, ich ziehe mal da ein bisschen durch. Ich streife mal dieses Gebiet da, was da links oben los ist. Schauen wir mal, ob in den Häusern was ist. In den Häusern habe ich jetzt gesagt, da in den Autos. Da haben wir nichts. Okay, sieht jetzt ein Sturm auf. Alkohol ist immer gut in so einer Situation. Fußballstadion. Schade. Das kann man vielleicht nicht nehmen.
schaut's denn da oben aus? Oben vielleicht, dass wir das da bauen. Jetzt halt, wo es ein bisschen flacher ist, dass wir auch eine gute Übersicht haben. Ich glaube, hier kann man schon hin platzieren da. So, sind wir überbeladen. So. Oh, da bricht eh, aber ich möchte gerne was ablegen, weil das ja alles schwer ist. Würde ich gerne das, das, das einmal, das einmal. Tun wir uns schon ein bisschen einfacher. Sehr schön. Moment, jetzt noch kurz das Buch schauen, mal kann man ja schon was lesen. Technologie. Baumstamm brauchen wir da.
diesem Ding. Halt immer gleich überladen, weil Bäume etwas schwer sind, oder was ist denn so schwer? So, die Stöcke haben auch ein Gewicht. Ja, okay. Eine Kiste wäre aber auch nicht schlecht, wenn wir die daher. Daher bauen. Stimmt, wir haben die ganzen Teile nicht. Haben wir jetzt noch einen Baumstamm? Ja. Das Buchchen, so war das genau. Technologie. Lernen und lernen, genau. Da brauchen wir dann Lehm. Lehm, kann man so eine Spitzhacke machen? Steinspitzhacke, ja. Kann man auf die 3 geben. Nicht ausgerüstet werden. Warum kann der jetzt hier nicht ausgerüstet werden? Dies verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist jetzt ein bisschen anders. Echt noch ein Holzstock, aber ist ja wurscht. So. Okay, ganz habe ich es nicht verstanden, aber ich will es probieren. Okay, so bekommt man mal keinen Ton.
zu braune Flecken auf der Erde. Ich dachte eventuell. Oder mich hat der Baum geschlagen. Ah. Ich glaube, ich habe noch keinen Wiederauferstehungspunkt gemacht. Aber gut. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Ich renne dorthin. Ciao, Papa.